Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr bessere FPS auf der Switch bekommt. Viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, bevor das Video startet, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Creator Code im Shop nutzen würdet. Es hilft mir sehr. Dankeschön. So Leute. Also mit diesen Tipps und Tricks werdet ihr keine 60 FPS bekommen. Also wer erhofft hat, dass wir 60 FPS bekommen, da liegt ihr leider falsch. Du wirst halt konstante 30 bis 35 maximal FPS bekommen. Aber du musst halt wirklich die Tipps und Tricks befolgen, die ich euch jetzt sagen werde, damit ihr auch in Late Games, in Cups bessere FPS-Anzahl bekommen könnt. So, am besten geht ihr zum Sprint und sucht euch einen Skin, der nicht animiert ist oder irgendwas raushängt oder Flammen oder so hat. Am besten einen Skin nehmen, der so wenig animiert ist wie meiner beispielsweise, dieser Abo-Kommandant, aka der Ehrenbruder-Skin. Der hat nichts Animiertes an seinem Körper, es kommen keine Feuerstücke raus oder sonstiges. Ja, die Textur soll am besten auch nicht so krass stark sein. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Der Inferner, aka Fake Renegade Raider, wenn ihr den im Spiel nutzt, dann hat er so kleine Flämmchen oder Flammen. Und am besten soll ich das Skin vermeiden, weil dadurch beeinträchtigt ihr eure FPS-Anzahl und habt quasi weniger FPS. Ich würde euch halt am besten empfehlen, nehmt euch die Default Skins, am besten No Skin nehmen oder halt wie gesagt so einen Skin nehmen, der keine Animation hat oder sonstiges. Also ganz schlichten nehmen. Das gilt auch für die Spitzhacke. Am besten keine animierte nehmen, sondern eine ganz simple wie dieser Gute Nacht Baseballschläger. Und das gilt auch für die Minty Pickaxe. Die hat ja so kleine Flämmchen vorne. Das am besten auch beachten. Beim Regenschirm, also beim Hängegleiter dasselbe, am besten nicht so einnehmen, mit der riesengroß ist, weil dadurch arbeitet die Switch mehr, würde ich mal sagen. Und dadurch habt ihr am Anfang, wenn ihr aus dem Bus springt, weniger FPS. Also es wird laggen, die Konturen laden nicht von den Gebäuden etc. Und am besten keine Kondensstreifen nutzen. Und bei den Lackierungen ist das dasselbe. Ich habe jetzt beispielsweise keine Lackierung drin, weil ab und zu, wenn ich Arena gespielt habe und ich eine Lackierung drin hatte, hat es extrem geleckt, falls ich in ein Fahrzeug reingestiegen bin oder jegliches. Und jetzt gehen wir ein bisschen zu den Einstellungen rein. So, jetzt gehen wir zur Benutzeroberfläche im Spiel. Hier solltet ihr am besten die HUD-Größe kleiner machen, nicht bei 100%, sondern ich würde die auf 70, 80 in diesem Rahmen. Je kleiner, desto besser. Und mal Anzahl der beobachteten Anzeigen aus. Und ja, ihr könnt halt zum Beispiel Minikarte, falls ihr euch das nicht stört, aber ich lasse jetzt an. Solche Sachen könnt ihr ausschalten, damit damit die Switch quasi nicht so viel arbeiten muss und damit ihr die konstanten 30 bis 35 FPS halten könnt. Ansonsten gibt es großartig nichts zu machen hier in Fortnite. Man könnte jetzt rübergehen, in die Nintendo Switch Einstellungen reingehen. Und bei der Fernsehwiedergabe das Bild ein bisschen niedriger stellen, sodass die Switch weniger arbeiten muss. Ich werde die aber nicht als Content Creator
niedriger stellen, weil da würden meine Videos leiden und das will ich nicht. Am besten halt auf 720p stellen und bei RGB-Spektrum am besten auf volles Spektrum. Dadurch wird das Ganze besser angezeigt, die ganzen Konturen werden besser geladen, etc. Und wenn ihr im Handheld-Modus spielt, dann bekommt ihr noch bessere FPS-Anzahl, weil dadurch müsst ihr nicht so kleine, pingelige Einstellungen machen. Und da ist der Bildschirm auch kleiner und die Konturen und das Ganze wird dann auch besser geladen. Und wenn ihr euch das nicht stört, könnt ihr auch sogar die Bildschirmgröße anpassen. Könnt sie zum Beispiel auf 80% stellen oder 85%. Dann wird das Ganze auch schneller geladen. Das war's auch schon eigentlich mit meinen Tipps. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Falls ich weitere Videos solcher Art machen soll, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir Feedback zum Video. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.